Ich begrüße sehr herzlich Frau Dr. Dagmar Kettemann, ALS-Expertin im Team der ALS-Ambulanz der Charité, die sich innerhalb unseres Teams spezialisiert hat, fachlich konzentriert hat, neben der grundsätzlichen ALS-Versorgung auf komplexe Themen wie Patientenautonomie, Palliativversorgung oder auch noch ein anderes Thema, was heute nur am Rande gestriffen wird, auch auf das Thema der postmortalen Gewebsspende. Heute soll es gehen um ein wichtiges Thema, und das ist Vorsorgeplanung. Das geht also um Themen, Entscheidungsfindungen zu treffen und auch vorbereiten zu sein oder vorwegzunehmen, wichtige medizinische Entscheidungen, die auch lebensverlängernde Maßnahmen bedeuten. Und zu diesem wichtigen Thema begrüße ich dich an dieser Stelle. Ja. Und wir gehen erstmal ein paar Begrifflichkeiten durch, was man sich darunter vorstellen kann. Und welche lebensverlängernden Maßnahmen kommen bei der ALS oder können im Laufe der ALS zum Tragen kommen? Mhm. Bei der ALS ist es ja so, dass es verschiedene motorische Einschränkungen gibt, die zum Beispiel das Schlucken betreffen. Ja. Wenn das Schlucken gestört ist, haben wir Schwierigkeiten, genügend Kalorien aufzunehmen. Damit geht das Gewicht runter, und ein schlechtes oder ein niedriges Gewicht ist mit einer schlechteren Prognose verbunden. Ja. Dafür gibt es Optionen, gegenzusteuern, durch hochkalorische Nahrung beispielsweise. Mhm. Oder eben, wenn das nicht mehr möglich ist oder nicht ausreichend ist, durch die Anlage einer sogenannten perkutanen endoskopischen Gastrostomie, eine Anlage einer Ernährungssonde direkt durch die Bauchwand in den Magen, dass man die Möglichkeit hat, Nahrung darüber zu geben. Ist das, was manchmal auch als künstliche Ernährung bezeichnet wird? Genau, das wird als künstliche Ernährung bezeichnet und zählt eben unter anderem zu den lebensverlängernden Maßnahmen. Ja. Ein anderes Symptom, was die ALS betrifft, ist das sogenannte neuromuskuläre Hypoventilationssyndrom. Also wenn die Atemkraft, auch eine muskuläre Funktion, wenn das reduziert ist, dann haben wir Schwierigkeiten, das Kohlendioxid gut abzuatmen. Mhm. Und wenn das Kohlendioxid im Körper bleibt, wird man müde und schläft ein. Dem kann man entgegenwirken durch eine Beatmung. Da gibt es wieder zwei verschiedene Möglichkeiten. Eine Option wäre eine Beatmung von außen, eine nicht-invasive, also nicht in den Körper direkt eingreifende Beatmungsform, oder eben durch einen Luftröhrenschnitt eine sogenannte invasive Beatmung über eine Trachealkanüle. Auch diese beiden Optionen zählen zu den lebensverlängernden Maßnahmen. Ja, also wir haben im Prinzip dann drei Entscheidungssituationen. PEG, ja oder nein? Maskenbeatmung, ja oder nein? Oder Tracheotomie, ja oder nein? Und ich habe jetzt hier mal eine Folie vorbereitet mit so verschiedenen Faktoren, die wirksam sind und die einen Einfluss haben auf die Entscheidung für oder gegen eine lebensverlängernde Maßnahme. Und ich lese die mal vor. Schwere der Symptome, Art der notwendigen Intervention, Option der Teilhabe, psychosoziale Ressourcen und individuelle Wertvorstellung. Das sind ja eine ganze Menge Faktoren. Wie kann man die in einer Ambulanzsituation überhaupt erfassen? Wie machen wir das praktisch? Also die Schwere der Symptome erfasst man ja durch die klinische Untersuchung des Patienten, durch die Funktionsskala, die Dr. Meyer gerade vorgestellt hat, sodass man da ein Gefühl dafür bekommt, wie schwerwiegend sind Symptome und wie schnell schreiten bestimmte Dinge voran. Und aufgrund dessen entscheidet man, welche technischen Möglichkeiten, nennen wir die lebensverlängernden Maßnahmen jetzt mal so, welche überhaupt in Frage kämen. Mhm. Und das ist der Punkt, wo der Patient, mit dem man das bespricht, welche Optionen überhaupt für den Patienten in Frage kommen. Weil jeder Patient hat eigene Wünsche und Vorstellungen. Und da ist ganz wichtig, den Patienten überhaupt aufzuklären, was gibt es für Optionen? Welche Bedeutung haben die? Was hängt da organisatorisch oder personell oder was hängt da alles mit dran? Und wie will der Patient sich am Ende wirklich dafür entscheiden oder dagegen entscheiden? Ja. Das ist eine Beratungssituation, die manchmal auch eben mehrere Termine in Anspruch nimmt und nicht oft beim ersten Termin schon besprochen werden kann. Ja, und manchmal ist es ja so, dass so eine Entscheidung doch irgendwie ein bisschen erzwungen werden muss. Stichwort PEG-Anlage. Vielleicht kannst du das mal beschreiben, warum manchmal es doch dringlicher wird, so ein kompliziertes Thema auf den Tisch zu bringen. Also es
ist entscheidend, zu welchem Zeitpunkt bestimmte Maßnahmen starten. Wenn man zu spät anfängt, kann man trotz lebensverlängernder Maßnahmen keinen positiven zeitlichen Gewinn für den Patienten mehr erreichen. Also bei der PEG-Sonde wäre es so, wenn wir zu lange warten, das Gewicht zu weit runtergegangen ist, das Schlucken zu große Probleme macht, dann ist die Anlage einer Ernährungssonde an sich eine kleinere Prozedur, aber dann für den Patienten doch eine sehr große Belastung, die teilweise auch mit einer erhöhten Mortalitätsrate verbunden ist, sodass der Patient keinen wirklichen Gewinn von der Anlage der Sonde hat, obwohl sie formal eine lebensverlängernde Maßnahme wäre, ja, weil wir zu lange gewartet haben. Ja. Und deswegen ist es wichtig, mit dem Patienten die Dinge zu besprechen und eben auch den Zeitpunkt gut festzulegen, wann ist der richtige Moment, dass der Patient davon wirklich einen Vorteil hat. Ja, und du hast ja beschrieben, dass die Maßnahmen entweder entschieden werden können für die Behandlung oder auch eine Ablehnung passiert. Das nennen wir Therapiezurückhaltung. Und ist sowas statthaft? Also kann man das machen praktisch, obwohl in Deutschland ja genügend technische Möglichkeiten existieren, also eine künstliche Ernährung ist möglich, es gibt Krankenhäuser und so weiter, kann man trotzdem sagen, das will ich nicht? Als Patient hat man immer das Recht, auch Entscheidungen zu treffen, dass man sagt, ich möchte das nicht haben. Ja. Man müsste beispielsweise ein Hilfsmittel nicht benutzen, man müsste sich in keinen Rollstuhl setzen, man müsste kein Blutdruckmedikament einnehmen, man müsste sich nicht operieren lassen, man kann eine Chemotherapie ablehnen. Man kann also auch mit dem Wissen, dass das zu keiner Verlängerung des Lebens führt, Therapien begrenzen, nur weil man das für sich selbst so entschieden hat. Ja, und da habe ich hier nochmal eine Folie vorbereitet, auch mit dem Namen Therapiebegrenzung. Und wenn dann eine Therapiebegrenzung stattfindet, dann ist es ja nicht so, dass für die Patientin oder den Patienten nichts getan wird. Und das nennt man Palliativversorgung. Also der Begriff Palliativversorgung hat ja noch ganz andere Implikationen, aber es gibt trotzdem eine Hilfe, trotz des Verzichtes auf Maßnahmen. Kannst du das mal beschreiben? Also nehmen wir mal an, eine Patientin verzichtet jetzt auf eine Beatmungsmaske. Was kann man dann machen? Was können wir dann machen, praktisch als ALS-Team, um trotzdem zu helfen? Also auch das ist wieder sehr individuell, weil es durchaus Patienten gibt, die trotz eines messbaren Hypoventilationssyndroms keine schwerwiegenden Symptome haben. Okay, die sagen, sie fühlen sich trotzdem gut, sie haben keine Atemanstrengung, sie haben nicht das Gefühl, dass das schwierig ist. Ja. Dann kann man das so auch lassen. Wenn es aber Patienten gibt, die trotzdem Beschwerden haben von Atemanstrengung, von Luftnot, von Angst, von Panik, das sind alles Symptome, die wir rein palliativ mit Medikamenten reduzieren können. Es gibt Medikamente zur Beruhigung, gegen Angst, gegen Panik, gegen Unruhe. Es gibt Medikamente bis hin zum Morphium, dass man auch die Atemanstrengung reduzieren kann und sozusagen den Weg für den Patienten, nennen wir es mal, friedlicher gestalten können, ohne große Anstrengungen. Und wie sieht das praktisch aus? Werden da die Patienten schon mit auf die Medikamente eingestellt oder gibt es da Bedarfsmedikation oder also wie kann man sich das vorstellen? Wir handhaben es bisher so, dass die Patienten Bedarfsmedikamente mit nach Hause bekommen, die sie alleine zu Hause bedienen können oder eben auch durch die Angehörigen. Ja. Also Medikamente, die man über den Mund oder über die Ernährungssonde, wenn man eine hätte, benutzen kann. Schmelztabletten oft, die sich gut auflösen, bis hin zu einem Morphium-Nasenspray, was auch Angehörige bedienen können. Also keine Medikamente, die man injizieren muss, also in die Muskulatur oder unter die Haut spritzen muss, sondern Medikamente, die relativ einfach im Handling sind. Die sogar Angehörige als Laien faktisch applizieren können. Und das ist ja auch eine Entwicklung in den letzten Jahren, dass zum Beispiel morphinhaltige Produkte jetzt so als Nasenspray applizierbar sind. Mhm. Und selbst wenn Menschen mit einer ALS jetzt eine Verschleimung haben im Mundbereich, dass es dann trotzdem ankommt, die Substanz, indem man es in die Nase spritzt. Das ist ein wichtiger Punkt, den du hier nochmal angesprochen hast. Wichtig ist in dem Fall auch, dass die Angehörigen bei den Terminen mit dabei sind. Ja. Dass wir mit dem Angehörigen zusammen und mit dem Patienten besprechen, welche Optionen haben wir, wie funktioniert ein solches Medikament, wie geht beim Morphium-Nasenspray die Kindersicherung auf. Ja. Das ist ein großes Problem, das ist in einer Verpackung, die man im Zweifel nicht aufbekommt. Bei Instanyl zum Beispiel. Bei Instanyl zum Beispiel. Mhm. Gerade wenn man in einer Situation ist, die einem selbst auch Angst macht, wo man panisch vielleicht wird, wenn man das nicht geübt hat und nicht mal irgendwie darüber gesprochen hat, kann man das Medikament im Zweifel gar nicht nutzen. Ja. Und das ist ein Grund, dass man das immer wieder mit bespricht, zeigt,
die Angehörigen dazu mit einlädt, mit herzukommen zu den Visiten und dass wir das besprechen können. Ja, und das war in der Corona-Pandemie ja auch eine Herausforderung, weil ja zumindest in der Charité, wir können jetzt nicht von allen Zentren in Deutschland jetzt sprechen, weil wir es nicht genau wissen, aber da durfte ja nur ein Angehöriger mit dabei sein. Und das war schon auch eine Herausforderung. Oder wie hast du das erlebt? Ja, war schwierig. Ja. Und der Patient musste sich im Zweifel entscheiden, wen bringt er mit? Ja. Den Lebenspartner, die Kinder, eine Pflegeperson, schon schwierig. Ja, das Thema Genetik wäre vielleicht in der Beratungssituation für die Kinder relevant, kann aber nicht mithören. Thema Pflege weniger dann für die begleitenden Kinder, sondern mehr vielleicht für andere Personen relevant und so weiter. Also das ist richtig. Wir hoffen, dass es jetzt im Laufe der Entwicklung da auch wieder eine reguläre Beratungssituation möglich werden wird. Also wir hatten das Thema Therapiebegrenzung und da habe ich eine Folie vorbereitet, zeigen eine Auswertung, die wir aus dem Gesamtteam heraus, also es sind ja alle Wissenschaftler und Wissenschaftler unseres Teams mit bei dieser Publikation aufgeführt, aber analysiert hat die Daten Susanne Spittel und die hat mal 1220 ALS-Patienten der Charité analysiert, bei denen wir wissen, dass sie schon gestorben sind und haben dann eine sehr klare Überblick über die Entscheidung zu lebensverlängernden Maßnahmen. Und interessant war ja, dass nur 20% sich für die Maskenbeatmung entschieden haben, um an dem Beispiel zu bleiben, der Beatmungsversorgung, und weitere 9% für die Tracheotomie. Das heißt also, insgesamt 70% aller Menschen mit ALS haben ja die Therapie begrenzt. Das heißt also, das Thema, was wir eben gerade besprochen haben, berührte die Mehrheit aller Patienten und Patientinnen. Und dann haben wir noch ein etwas selteneres Thema. Das ist vielleicht schwer zu verstehen und das heißt Therapieabbruch oder Behandlungsabbruch. Was ist denn darunter zu verstehen? Also so wie man sich dafür entscheidet, dass man eine Maßnahme beginnen möchte, Ernährungssonde, Atemhilfen, kann man sich genauso entscheiden, dass man sagt, ich möchte diese Maßnahme nicht weiter fortführen. Auch das ist das Recht eines Patienten, Therapien zurückzunehmen oder wieder zu beenden. Und das lässt sich teilweise im häuslichen Umfeld regeln, indem man die Ernährungssonde nicht mehr bestückt, keine Nahrung mehr zuführt oder indem man die Atemmaske nicht aufsetzt. Bei invasiven Beatmungen ist das meistens mit einem stationären Aufenthalt verbunden, weil das zu Hause oft schwer ist, das dann rückgängig zu machen. Kannst du ein Wort, ein Wort wird vielleicht, fürchte ich, nicht reichen, zu dem Verzicht auf Flüssigkeit und Nahrung sagen? Das ist ja auch ein Abbruch praktisch, vielleicht nicht von Therapie. Es kann ein Abbruch von Therapie sein, wenn eine PEG-Sonde vorliegt, aber es ist zumindest ein Abbruch von einer lebensverlängernden Maßnahme, nämlich des Essens und Trinkens. Mhm. Und es gibt den Begriff in der Community des Sterbefastens dafür. Mhm. Und wie findet das statt? Also ist da auch eine stationäre Aufnahme notwendig oder geht das zu Hause? Geht sowohl als auch. Man könnte das zu Hause machen. Mhm. Medizinisch würden wir auch sagen, freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken. Mhm. Klingt vielleicht verständlicher, weil es geht wirklich darum, komplett die Ernährung und auch die Flüssigkeitszufuhr einzustellen. Ja. Das klingt am Anfang sehr dramatisch, weil man sich das aus dem Gesunden heraus ganz schwer vorstellen kann, jetzt nichts mehr zu essen und zu trinken. Wenn Patienten aber eine fortgeschrittene Erkrankung haben, hat der Körper bestimmte Funktionen auch schon zurückreguliert. Ja. Und das Bedürfnis nach Nahrung und nach Flüssigkeit ist deutlich kleiner als bei jemandem, der keine Erkrankung mit sich trägt. Wichtig wäre, wenn man das vorhätte, dass man das auch mit den Angehörigen bespricht und dass man sich überlegt, wie konsequent möchte man das machen? Verzichtet man komplett auf alles? Oder sagt man, ich trinke vielleicht doch noch ein kleines bisschen immer mal so? Davon hängt aber ab, wie lange dieser ganze Vorgang zeitlich
geplant werden sollte. Ja. Also statistisch sagt man, das sind zwischen 4 und 6 Tagen, je nachdem, wie schwer zusätzliche Symptome dazukommen. Hat man eine Atemanstrengung, ist die Zeit möglicherweise kürzer. Hat man einen Infekt, ist die Zeit möglicherweise kürzer. Hat man internistische Erkrankungen, wie vielleicht eine Niereninsuffizienz oder andere Dinge, ist die Zeit anders als bei jemandem, der das alles nicht hätte? Zu empfehlen wäre immer, wenn man das vorhätte, dass vor allem die Mundpflege gut gemacht wird, weil Durst entsteht vor allem durch trockene Lippen, durch einen trockenen Mund. Wenn das gut gepflegt wird, hat der Patient keine unangenehmen Symptome, und sollten die doch auftreten, sind wir wieder in dem rein Palliativen, dass wir sagen, mit Medikamenten können wir auch unangenehme Symptome gut abschirmen. Es gibt ja ein Dokument, was wir vor Jahren entwickelt haben, speziell für die Bedürfnisse von Menschen mit ALS. Das ist eine Patientenverfügung. Manchmal nennen wir das auch den englischen Begriff Advanced Care Planning, also vorausschauende Versorgungsplanung, Dokument. Das habe ich auch mal hier als Screenshot mitgebracht. Das sind 3 Seiten. Was kann man damit regeln mit diesem Dokument? Also in diesem Dokument geht es wie in den Patientenverfügungen, die Sie sonst auch kennen, darum zu entscheiden, welche lebensverlängernden Maßnahmen sind akzeptabel und wo sagt man, das möchte ich nicht machen. Und wenn man sich für eine Maßnahme entscheidet, sprich jetzt Ernährungssonde oder eine Atemhilfe, kann man die Begrenzungen schon setzen, wann das für einen selbst nicht mehr gut vorstellbar wäre. Beispielsweise, wenn man die Kommunikation, wenn die eingeschränkt ist. Weil das sehen wir durchaus im Krankheitsverlauf immer wieder, dass neben den motorischen Funktionen wie Sprechen, Schlucken, Laufen, Greifen auch die Augenfunktion mit betroffen sein kann. Und wenn dem so ist, ist eine Kommunikation auch mit einem Kommunikationsgerät nicht mehr möglich. Und viele Patienten sagen, sollte ich in diesen Zustand kommen, wäre es für mich unvorstellbar, weiter künstlich ernährt oder künstlich beatmet zu werden. Und das ist wichtig, dass man sowas dokumentiert und aufschreibt und auch die Angehörigen damit einbindet in diesen Entscheidungsprozess, weil Angehörige das oft völlig anders sehen als der Patient selbst. Ja. Aber jeder möchte ja für sich selbst entscheiden und das so haben, wie man es für sich selber haben möchte und nicht wie andere das vielleicht möchten. Ja, ist auf dieser Patientenverfügung auch die Situation des Therapieabbruchs mit erfasst? Also Therapiezurückhaltung, ja, oder Therapiebegrenzung. Ja. Behandlungsabbruch, ist es auch vorhanden? Im weitesten schon, weil wir Begrenzungen setzen. Ich wünsche die Einstellung einer schon eingeleiteten Ernährungs- oder Beatmungstherapie zu einem Zeitpunkt, den ich mir selbst vorstelle. Ja. Oder wenn die Kommunikation auch mit Hilfsmitteln nicht mehr möglich ist. Ja. Oder wenn im Krankheitsverlauf eine Demenz entsteht. Man kann sozusagen Bedingungen setzen, wann man selbst für sich sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo das nicht mehr vorstellbar wäre. Ja. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass das ein wesentlicher Unterschied ist zwischen den allgemeinen Patientenverfügungen, die so im Umlauf sind, dass sie erstens von den Symptomen und den Konstellationen tatsächlich sehr ALS-bezogen sind. Und das gibt es bei ganz wenigen Patientenverfügungsmustern, dass auch die Situation, ich habe schon eine PEG, ich habe schon eine Maskenbeatmung, ich habe schon eine Tracheotomie, das auch zu regeln ist. Und das in sehr differenzierter Weise. Die allgemeinen Verfügungen unterscheiden nicht mal zwischen den beiden Beatmungsmöglichkeiten, zwischen nicht-invasiv und invasiv. Da wird nur nach künstlicher Beatmung gefragt. Ja. Aber bei der ALS ist das von besonderer Bedeutung, dass man die beiden Dinge getrennt entscheidet. Ja. Möchte ich das eine, möchte ich beide oder verzichte ich auf beide? Ja. Und wie ist diese doch ALS-entwickelte oder ALS-fokussierte Patientenverfügung verfügbar? Also wir besprechen es in der Ambulanz und hätten die als Papierdokument vor Ort, geben das dem Patienten auch mit, dass er sich zu Hause damit schon mal beschäftigen kann. Ja. Und bei den nächsten Visiten besprechen wir das. Ja. Aber selbst auf unserer Internetseite würde man die Version zum Ausdrucken finden und auch zum elektronisch ausfüllen. Ja, das bedeutet also, dass auch Menschen mit ALS, die nicht in der Charité in Betreuung sind, grundsätzlich dieses Dokument nutzen können? Ja, wichtig wäre aber, dass man trotzdem eine Beratung dazu bekommt. Das Dokument alleine... Ich sehe ganz oft, wenn Patienten das schon mitbringen, dass es durchaus Beratungsbedarf gibt und Klärungsbedarf gibt. Ja. Das sollte man vielleicht dann doch nicht ganz alleine machen. Gut. Ja, das ist ja bei vielen medizinischen Informationsdokumenten der Fall, dass sie den Einstieg und die Grundlage liefern, aber kein Ersatz sind für den persönlichen Ärztin-Arzt-Patientenkontakt. Gut, ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort und ich danke dir für die Besprechung eines sensiblen Themas, was im gesamten Verlauf der ALS
schon sogar im Beginn des Verlaufes der ALS von Relevanz ist und das sehr gut gelungen, da einen Einblick zu bekommen, welche Entscheidungen zu welchem Zeitpunkt notwendig sind. Vielen Dank an dieser Stelle. Gerne.